Wir wurden heute alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Startstraße von Helmbrechts nach Achenberg. Wie wir eingetroffen sind, wurde das Fahrzeug auf der Seite gelegen. Es war noch ein Patient im Fahrzeug, der Fahrer. Und ja, dann haben wir uns gleich um den gekümmert. Ja, es ist gleich einer vorgegangen zum Patienten. Der Einsatzleiter hat erkundet. Und wir haben dann den Patienten betreut. Es war dann auch gleich der HVO vor Ort. Und in Absprache mit Notarzt, wie dann an der Einsatzstelle war, haben wir mit der Personenbefreiung angefangen. Zuerst ist das Fahrzeug stabilisiert worden mit dem Stabfasssystem, dass es praktisch keine Erschütterung gibt bei der Personenbefreiung. Und im Anschluss, in Absprache mit dem Notarzt, haben wir dann die Frontscheibe rausgemacht, dass er einen Zugang zum Patienten gehabt hat. Und im Anschluss haben wir dann mit der Schere das Dach aufgeschnitten und auf die Seite geklappt.